Ja, ich habe mich dazu entschieden, ein Video zur Elektrodynamik zu machen, denn alles, was man hier auf diesem Videoportal sieht, an Videos zu der theoretischen Elektrodynamik ist, um es vorsichtig auszudrücken, mehr Spielerei als die Elektrodynamik. Deshalb möchte ich hier ein Video, das natürlich auch sehr umfangreich wird, präsentieren, um mal einen Einblick zu verschaffen, was hier überhaupt auf einen zukommen könnte, wenn man sich für diesen Studiengang interessiert. Gut, wir benötigen erstmal ein, ja, kartesisches Koordinatensystem, und da ist erstmal wichtig, dass man das richtig zeichnet, ja. Man verwendet meistens ein rechtshändiges kartesisches Koordinatensystem. Da darf ruhig die Z-Achse nach rechts gehen, das spielt keine Rolle, aber hier unten muss natürlich richtig beschriftet werden. Y geht dann nach oben und x nach hinten. Wir schauen uns einen unendlich langen und unendlich dünnen Draht an, der sich von Z0 bis in die Unendlichkeit erstreckt. Und der soll geladen sein. Und wir vereinbaren, dass eine Linienladung vorliegt, und die bezieht sich ja auf eine Einheitslänge. Also auf der Länge L soll eine Linienladung vorliegen, und die Linienladung ist allgemein definiert als die infinitesimale Ladung pro Einheitslänge. Daraus kann natürlich direkt gefolgert werden, dass diese Ladung, die sehr, sehr, sehr klein, also infinitesimal ist, nichts anderes sein muss als das Produkt von dieser Linienladung multipliziert mit der Länge L. Nun ist es an der Zeit, einen Gauß-Zylinder hier einzuzeichnen. Ein Gauß-Zylinder, der soll die Länge L haben und den Radius Rho. Ja, Rho ist die Koordinate, die sich auf die radiale Dimension bezieht, wenn wir uns auf Zylinderkoordinaten beziehen. Wir bauen ja hier einen Zylinder, also beziehen wir uns jetzt auf Zylinderkoordinaten. Und ich verwende bewusst Rho, weil das der übliche Basisvektor ist, den man für die theoretische Mechanik verwendet, ja. Ich arbeite gern mit diesen Basisvektoren. In der Elektrodynamik vermeidet man diese Bezeichnung, weil dieses Rho natürlich auch für die kontinuierliche Ladungsverteilung steht. Ich verwende aber bewusst jetzt diesen Basisvektor und deshalb auch diese dazugehörige Koordinate. Gut, es ist Zeit, das Gauß-Gesetz der Elektrostatik für diesen blauen Zylinder anzuwenden. Und zwar besagt das, der Fluss über ein noch unbekanntes Vektorfeld, das der elektrischen Feldstärke entsprechen muss, durch diesen Zylinder hier, ist nichts anderes als die eingeschlossene Ladung in dem Zylinder. Naja, das ist diese infinitesimale Ladung, dividiert durch die Konstante Epsilon 0. Ja, wir beziehen uns aufs Vakuum. So, das wäre erstmal das Gauß-Gesetz formuliert. Ja, wir wissen aber, dass ich das ersetzen kann durch das Produkt. Also schreibe ich hier Linienladung multipliziert mit der Länge. Nun benötigen wir eine Symmetrieüberlegung, ein Symmetrieargument, nämlich eine Skizze. Eine Skizze ist immer hilfreich bei einer Diskussion. Wir haben eine Länge L und wir wissen, dass hier eine, ja, Ladung DQ sitzt. Das erneute gleiche Streckenstück L abgetragen liefert uns wieder so eine Ladung. Gut, wir starten ja bei 0, das haben wir so festgelegt. Hier 0. Und wegen dieser infinitesimalen Ladung sind diese Größen natürlich auch sehr, sehr, sehr klein. Was ich jetzt hier zeichne, ist natürlich übertrieben. Man muss sich das infinitesimal klein vorstellen. Was aber wichtig ist,
dass man das hier als ja erste Möglichkeit betrachtet, um irgendeinen Feldpunkt hier zu diskutieren. Wir nehmen den Feldpunkt. Feldpunkt. Wir sind ja sehr, sehr klein. Jetzt, wenn wir die Feldlinie von dieser Ladung an diesen Punkt antragen, der Abstand ist exakt der gleiche in Bezug auf diese, ja, auf diese Hälfte. Wir haben hier insgesamt 2L und bei dem Punkt bin ich bei L, ja. Also die zwei Wegstücke sollen exakt gleich sein. Dann habe ich hier auch einen Beitrag zum E-Feld. Und jetzt ist das hier interessant, ja. Das vergrößere ich jetzt mal nach rechts hier drüben. Den Punkt, den zeichne ich mal hier hin. Jetzt habe ich den Beitrag von dieser Ladung, den Beitrag von dieser Ladung. Ja, aber Vektoraddition, ja. Wir haben ja auf das kartesische System bezogen Vektoren, die immer parallel zu den Achsen verlaufen. Also habe ich hier diesen Vektor, der wird addiert mit dem und als Resultat erhalte ich diesen Vektor. Hier drüben genauso. Was erkennt man? Ja, für diesen Feldpunkt, für diesen ausgewählten, heben die beiden sich auf. Die sind gleich lang und entgegengesetzt orientiert, also Vektorsumme 0. Und die addieren sich, ja, an dem Feldpunkt. Also habe ich insgesamt einen nach oben gerichteten Pfeil. Und daraus erkennt man, dass das E-Feld von diesem Draht radialsymmetrisch sein muss. Ja. Egal wie weit ich hier hintergehe. Ich finde ja immer ja zwei Punkte auf einen Punkt bezogen. Hier und hier, die sich dann aufheben, ja. Also die Beiträge, die heben sich weg. Ja, genauso könnte ich hier starten, ne? Wenn ich den Abstand hier nochmal hier hinten abtragen würde, dann hätte ich eben so einen Beitrag, ja. Von hier hinten irgendwo erreicht jetzt die Zeichenebene nicht mehr aus, aber man kann es sich, glaube ich, vorstellen. Gut, das ist also das Symmetrieargument, ja. Das ist jetzt wichtig, um den Integranten hier anders zu formulieren. Denn jetzt wissen wir, aufgrund der Symmetrieüberlegung, dieser Integrant hängt nur von der Koordinate Rho ab, weil das Feld radialsymmetrisch sein muss. Gut, also folgt daraus aufgrund von Symmetrieargument, ja, dass ich zunächst den Integranten umschreiben kann. Ich habe nur eine Abhängigkeit auf die radiale Dimension bezogen. Gut, also schaut das Gauss-Gesetz zunächst so aus. Jetzt muss ich mir Gedanken machen über diesen Oberflächenvektor, aber der steht natürlich senkrecht auf der Mantelfläche von dem Zylinder, ja. Hier ist A. Und naja, wir wissen, dass wenn der senkrecht auf der Mantelfläche steht, wir interessieren uns ja für den Fluss durch diese Oberfläche, das ist ja der Zylinder. Nur der Mantel ist interessant, weil hier hätte ich einmal plus EZ und hier hätte ich minus EZ. Die würden sich eh wegheben und außerdem, wir haben als Konfiguration einen unendlich ausgedehnten Draht, ja. Da gibt's nach vorne keinen Beitrag und, naja, das hier hinten vernachlässigen wir, ja. Gut. Also das hier weg. Und hier schreiben wir, hier dürfen wir schreiben. Ja, das ist d phi, dz, aber nicht nur d phi hier. Wir brauchen rho d phi insgesamt als Bogenmaß. Also wir brauchen einen Bogen, den wir schlagen und noch ein kleines Stück in z. Jetzt haben wir das Flächenstück. Naja, und dann brauchen wir den Vektorcharakter noch dazu. Also brauchen wir
E-Index Rho. Er soll ja auf der Zylindermantelfläche stehen, dieser Vektor dA. Ja? Jetzt hätten wir den Vektor. Jetzt können wir den Vektor hier unten einsetzen. Daraus folgt mit dA Definition. So. Naja, jetzt sieht man schon, Basisvektor mit Basisvektor multipliziert ist 1, ja? Weil der Basisvektor hat immer die Länge 1. So, hier habe ich aber Rho d phi dz. Jetzt kann ich dieses Integral natürlich umschreiben. Ich beziehe mich auf die Koordinate phi und z. Also phi läuft von 0 bis 2 Pi, einmal Vollkreis und, naja, Z, wie lang ist der Gauss-Zylinder? Ja, die Länge L, wir starten bei 0, also wir integrieren hier von 0 bis L. So, und das Ganze muss immer noch Lambda mal L durch Epsilon 0 sein. Ja, das ist dann Integral von 0 bis L. So, dieses Integral nach d phi kann ich gleich mal ja ausrechnen, oder geben wir mal die Stammfunktion an in den Grenzen 2 pi und 0. Dann hätte ich hier nochmal nach dz zu integrieren. Wir wollen ja diesmal ausführlich arbeiten in diesem Videobeitrag. Und jetzt hätten wir die Möglichkeit, etwas vor das Integral zu setzen, nämlich alles, was hier nicht von z abhängt. Dann hätten wir das Integral von 0 bis L. Das hier ausgewertet ergibt 2 Pi, das können wir auch vor das Integral schreiben. Jetzt hätten wir noch dieses Integral zu lösen. Und das wäre dann in der Stammfunktion zunächst, naja, z in den Grenzen L und 0. Und ich erspare mir eine Zeile, ja. Wenn man das hier einsetzt, hätte ich L minus 0 ist L. Jetzt kann ich nach dieser Unbekannten auflösen. Ich interessiere mich ja für, ja, das Aussehen von dieser Komponente hier. Jetzt weiß ich, wie die aussehen muss, nämlich ich kann ja die Gleichung auflösen nach dieser Unbekannten. Dann hätte ich Lambda mal L dividiert durch Epsilon 0 dividiert durch Rho mal 2 Pi mal L. Ich kann hier kürzen und hätte dann ja Lambda durch Rho mal 2 Pi mal Epsilon 0. Gut. Also ist schon erstaunlich, ja, dass diese Komponente jetzt so aussieht, ja, unabhängig von dieser Einheitslänge. Ja, aber das ist eben das Resultat der Berechnung. Ja. Wir wissen jetzt, wie das E-Feld aussieht von dieser Konfiguration. Mit Konfiguration ist dieser unendlich ausgedehnte Draht statt bei Z0 gemeint. Also, jetzt wissen wir, wie dieses E-Feld in Zylinderkoordinaten, also brauche ich den Ortsvektor in Zylinderkoordinaten, aussieht. Nämlich Lambda durch 2 Pi Epsilon 0 mal Rho mal, naja, wir haben nur die Abhängigkeit, also in die Dimension Rho. Ja, man beachte aber, wir sind im Raum, ja. Wir sind im Raum. Wir wollen an jeden Punkt im Raum, wollen wir eine Information darüber haben, wie groß die elektrische Feldstärke an den entsprechenden Punkt ist. Also wir brauchen schon die Z-Koordinate auch, ja. Deswegen ist die hier dabei. Ja? Wenn wir hier jetzt in Zylinderkoordinaten arbeiten, ja, also Zylinderkoordinaten gearbeitet, müssen wir natürlich auch auf die Z-Koordinate bezogen nach oben wandern können, ja? Gut.
Also zurück zur Diskussion. Wir haben das und wir sagen für alle ja, Punkte Rho, Phi und Z aus, naja, Rho ist R plus ins Kreuzprodukt verrechnet mit Phi soll aus dem Intervall von 0 bis 2 Pi sein und Z, naja, ist aus dem Intervall 0 bis unendlich. Warum wir hier die 0 ausschließen, das wird jetzt erst im Laufe des Videos klar. So, wir wollen eine Information darüber haben, ob hier ein konservatives Vektorfeld vorliegt. Natürlich, wir haben eine elektrische Feldstärke, dazu gibt es ein Potenzial. Ja? Also wir haben hier jetzt die Aufgabe, ein Potenzial zu finden. Wir haben diesen Draht auf der Z-Achse, der ist hier ausgedehnt in die Unendlichkeit. Wir wissen, wie sein E-Feld auszusehen hat. Ja, und jetzt legen wir das Nullniveau hierher. Also wir können uns ja vorstellen, wenn hier 0 ist, dann sind wir mit den Basisvektoren vom Zylinderkoordinatensystem erstmal so orientiert. Und dann könnte ich ja den nach oben ziehen. E Rho. Das soll natürlich C sein. Diese Länge C. Und dann sage ich, an dem Punkt hier soll mein Potenzial 0 sein. Das Nullniveau kann beliebig gewählt werden. Also ich sage, Rho am Ort C ist 0. Ja. Gut. Ja, und jetzt verwende ich die Definition über das Integral. Wir gehen hier in diese Richtung. Deshalb brauche ich für die Ermittlung von diesem Potential das negative Vorzeichen. Das negative Vorzeichen rührt auch von dieser Beziehung her. Es ist schon wichtig, dass man hier das Minus setzt. Ja? Aber dazu im Laufe des Videos mehr. So, plus Z. Und das ist definiert als minus das Integral von C bis ja, Rho. Ja, wir wollen irgendeine Position hier haben. Rho, E Rho. Das wollen wir erreichen. Starten bei C. Also müssen wir hier zurück. Okay, dann ist der Vektor DL, dieser Wegelementvektor, nichts anderes als, naja, D Rho mal dieser Basisvektor. So, also das Minus, das ist wegen der Definition schon immer dabei, ja. Also das darf man nicht verschlafen. Das muss gesetzt werden. Wir integrieren von C bis Rho, also bis zu einem Punkt Rho. Das soll unser Weg sein. Und über was integrieren wir? Über ja, das elektrische Feld hier. Das liegt vor. Das haben wir ermittelt. So, dieser Wegelementvektor liegt auch vor. Wir haben wieder Basisvektor im Skalarprodukt mit Basisvektor ist dann 1. Die Länge von einem Basisvektor ist immer 1, ja. Okay. Und hier hätten wir d Rho zu setzen. Ja, das kann man berechnen. Das ist minus das, was konstant ist, kann ich vor das Integral schreiben. Und dann hätte ich eine Stammfunktion von 1 durch Rho zu finden. Das ist der ln von Rho, aber wir haben hier Rho gesetzt, also müsste ich streng genommen hier Rho Dach schreiben. Wir integrieren nach Rho Dach. Ja? Also hätte ich hier zunächst Rho Dach in den Grenzen Rho und C. Und das ausgewertet ist dann ja Lambda durch 2Pi mal Epsilon 0 mal ln von Rho minus und minus ergibt dann plus
ln von c mal lambda durch 2 pi epsilon 0. Und das ist ja dann nichts anderes als ja Potential am Ort c. Und das ist 0. Da liegt unser Nullniveau. Also das ist 0. Also hätten wir hier minus lambda durch 2 pi epsilon 0 mal ln von rho. Das ist unser Potential. Also daraus folgt, das Potential am Ort, der Ort gesehen in Zylinderkoordinaten, ist minus lambda durch 2 pi epsilon 0 mal ln von rho. So. Ja, Probe meinetwegen. Probe, wir brauchen den Gradienten in Zylinderkoordinaten, aber wir haben nur eine radiale Abhängigkeit, also nicht den kompletten. Benötigen wir die Dimension phi und z können wir weglassen, also haben wir nur diesen Ausdruck zu berücksichtigen. Der geht in die Dimension rho. Naja, und dann muss natürlich gelten, das elektrische Feld, also das Vektorfeld, wird generiert über die Beziehung minus Operator wirkt auf das Potential. Ja gut, dann berechnen wir das. Wir haben nur die Abhängigkeit, also habe ich hier minus die partielle Ableitung in die Dimension rho. Von was? Naja, von dem ermittelten skalaren Feld. Das Potential ist ein skalares Feld. Ja, wir haben hier den Vektorcharakter von der Definition des Gradienten noch anzusetzen. Ja, Minus und Minus ergibt sicherlich Plus. Also haben wir hier positives Vorzeichen, ist schon mal gut, weil wir wissen schon jetzt, wie das E-Feld auszusehen hat. So, jetzt habe ich hier die partielle Ableitung von diesem Ausdruck. Jetzt muss man wissen, wie der ln abgeleitet wird. Naja, ln abgeleitet ist 1 durch rho. Und keine Überraschung. Hier steht unser ermitteltes E-Feld. Ja. Gut, also ist unser Potential richtig. Ja. Das Potential hat ein negatives Vorzeichen. Und dann ist es natürlich auch dann schlüssig, warum hier Minus ja, stehen muss. Wenn hier kein Minus stehen würde, würde ja auf dieses spezielle Beispiel bezogen schon jetzt ein falsches Ergebnis generiert werden. Gut, also das weg. Ja, was können wir noch für spannende Sachen machen? Ja, also wir wissen jetzt, dass zweifellos dieses Potential vorliegt. Meinetwegen arbeiten wir jetzt mit dem Potential etwas. Ja? Transformieren wir das Potential in kartesische Koordinaten. Nun, es gilt, die Koordinate rho ist ja eine Funktion von x und y. Wir können nochmal zurück zur Skizze, um uns das nochmal plausibel zu machen. Wir haben hier die Ebene, ja, und die Koordinate rho, die liegt ja hier drin. Also die Transformationsformeln, die beziehen sich ja auf x und y, ja. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass man hier die Zusammenhänge richtig formuliert zwischen Zylinderkoordinaten und kartesischen Koordinaten. Dann hätte ich hier dieses Dreieck, hier diesen Winkel phi, und dann wäre das hier hinten, ja, rho mal Sinus phi wäre dann y, und hier dieses Stück hätte ich dann rho mal Cosinus von phi. Und das würde x entsprechen. Ja, hier ist ja x. Also mit der Skizze auch plausibel. Und dann können wir hier zurückspringen und sagen, okay, wir wissen, wie rho auszudrücken ist, nämlich Wurzel über, naja, x² plus y² Pythagoras, ja.
Wenn die Hypotenuse von dem Dreieck der Koordinate rho entspricht, dann kann ich die natürlich über Pythagoras ausdrücken. Dann ist das nichts anderes als Wurzel über x Quadrat plus y Quadrat. Ja. So. Ja, und was wissen wir noch? Wir wissen, das haben wir gerade nochmal wiederholt, x muss rho mal Cosinus von Phi sein, y rho mal Sinus Phi und z bleibt z. Ja, die z-Koordinate im Zylindersystem entspricht der z-Koordinate im kartesischen System. Aber was noch wichtig ist, den Basisvektor, der sich auf die radiale Dimension bezieht, den drücke ich aus über ja, Cosinus von Phi, Sinus von Phi und hier die 0. Und naja, der Basisvektor EZ ist 0, 0, 1. Ja. Der muss ja bleiben. Das der gleiche wie im kartesischen System. Mit diesen Informationen können wir jetzt transformieren. Nämlich, wir wissen, wie das Potential in Zylinderkoordinaten zu formulieren ist. Nämlich so. Und jetzt unter Verwendung dieser Angaben hier kann ich zunächst schreiben. Naja, das ist Rho mal Cosinus Phi, Sinus Phi und 0, also den ersetzen durch das, plus z mal diesen ersetzen durch das 0, 0, 1. Ja, wir gehen jetzt von Zylinderkoordinaten in kartesische Koordinaten. So, jetzt hätte ich ganz ausführlich zunächst hier stehen, Rho mal Cosinus von Phi, Rho mal Sinus von Phi und 0. Und hier hätte ich stehen plus 0, 0, z. Ja? Gut, die beiden zusammen addiert und das hier verwendet, ja, steht ja hier, ergibt dann, naja, das Potential in ja, kartesischen Koordinaten ist gleich. Wir haben ja das Potential gefunden, nämlich minus Lambda durch 2 Pi Epsilon 0, ja, mal ln von Rho. Aber Rho steht hier, ja. Rho steht hier. Ich brauche ja kartesische Koordinaten. Also kommt das Rho weg und der dazu passende Ausdruck, nämlich Wurzel über x Quadrat plus y Quadrat, muss hier gesetzt werden. Ja, und jetzt steht es doch da. Wir haben das Potential in kartesische Koordinaten ausgedrückt. Ja, hier kommen keine Koordinaten Rho, Phi und Z vor. Ja, Z natürlich auch hier dabei, weil wir im kompletten Raum Potentialpunkte ermitteln wollen. Also Punkte, Skalare an jedem Ort im Raum ansetzen wollen. Gut, also das ist das Potential in kartesischen Koordinaten, man schreibt auch häufig so. Also man legt diesen Ortsvektor hin und dann habe ich hier minus Lambda durch 2 Pi Epsilon 0 ja, mal ln von Wurzel über x Quadrat plus y Quadrat. Jetzt haben wir das Potential in kartesischen Koordinaten. Jetzt kann ich das elektrische Feld in kartesischen Koordinaten angeben, denn ich verwende wieder die Rechnung. Ja, und das ist nichts anderes als minus partielle Ableitung nach x, partielle Ableitung nach y, partielle Ableitung nach z, angewendet auf, naja, das Potential in kartesischen Koordinaten. So. Und jetzt haben wir hier zu rechnen. Solche Rechnungen sind immer sehr, sehr gefährlich. Da kann man sich super leicht verrechnen. Wenn man da ein bisschen Schwierigkeiten hat mit Konzentration und so weiter, ist der Zug meiner Meinung nach schon weg. Ja. Also das geht ziemlich schnell hier. Minus und Minus ergibt erstmal Plus. So, dann habe ich Lambda durch 2 Pi Epsilon 0 vorzuziehen. Ja, das sind ja Konstanten. Und jetzt habe ich diesen Ausdruck einmal nach x, y und z abzuleiten.
Also der ln abgeleitet ist 1 durch x Quadrat plus y Quadrat. Jetzt die Wurzel, also wir brauchen hier die Kettenregel, die Wurzel ableiten. Das ist 1 dividiert durch 2 mal die Wurzel. Jetzt nachdifferenzieren, das was unter der Wurzel steht, wir leiten in die Dimension x ab, also habe ich hier 2x zu setzen. So, 2 mit 2 kürzt sich weg. Dasselbe Spiel mit y, also ich habe hier 1 dividiert durch Wurzel über 2x plus y Quadrat mal Wurzel nachdifferenziert, 1 durch 2 mal diese Wurzel mal 2y. Auch hier kürzt sich die 2 weg. Unser Potenzial hängt nicht von z ab und deshalb ist die partielle Ableitung in die Dimension z0. So. Ja, jetzt kann ich zusammenfassen. Ich ziehe zunächst diesen Term raus. Das darf ich tun aufgrund der Rechengesetzmäßigkeiten, die für Vektoren gelten. Und dann habe ich hier stehen. Ja. Vektor x, y und 0 für z dividiert durch, naja, hier ist noch dieser Wurzelausdruck zu berücksichtigen. Denn dieser Vektor wird hier normiert, ja, durch seine Länge geteilt. Also steht ja hier nichts anderes als Lambda durch 2 Pi Epsilon 0 mal dieser Ausdruck mal, und jetzt schreibt man gern immer R, Vektor dividiert durch seine Norm. Und wir messen hier mit der 2-Norm, wie man hier unschwer erkennen kann. So, also das ist unser elektrisches Feld in kartesischen Koordinaten. Denn die Gleichheit gilt ja, ja. Und auch hier wieder wichtig, dieses Minus. Ja. Gut, also das weg und ich habe hier x, y und z. Ja, wir definieren jetzt hier dieses Vektorfeld. Ich erspare mir jetzt mal Arbeit und streiche dieses ist gleich weg. Ja. Mache hier einen Folgepfeil. Ja. So, also wir haben dieses elektrische Feld und das gilt für alle Punkte in diesem kartesischen Koordinatensystem. Ja, und wir definieren wie folgt. R2, da kommt x und y her, aber wir nehmen ja den Ursprung raus, ja, weil wir dürfen hier nicht 0 setzen. Hier dürfen wir nicht 0 werden, also darf x und y nicht 0 sein. Also diese Menge, bestehend aus einem Element, nehmen wir raus. Aber wir verrechnen ein Kreuzprodukt, weil wir interessieren uns ja für Raumpunkte in diesem kartesischen System. Da muss z dabei sein, wir müssen z definieren. Naja, und jetzt wird auch klar, warum wir am Anfang diese 0 auch für z ausschließen. Denn wenn der Punkt schon draußen ist, ja, dann lasse ich 0 nicht für z zu, ja. Wir nehmen den kompletten Ursprung sozusagen raus. Ist auch plausibel, ja. Denn wir sollten ja nicht, wir wollen ja nicht auf dem Draht liegen, ja. Wir brauchen ja einen minimalen Abstand, ja, um hier einen Feldpunkt anzugeben, beziehungsweise am Feldpunkt die elektrische Feldstärke anzugeben. Also das ist hier plausibel. Und ja, zum Abschied können wir eine letzte Trafo durchführen. Meinetwegen transformieren wir jetzt dieses E-Feld zurück in, ja, Zylinderkoordinatendarstellung. So, was ist zu tun? Naja, wir wissen, wie dieses E-Feld in kartesischen Koordinaten auszusehen hat, nämlich Lambda durch 2 Pi Epsilon 0 mal dieser Ausdruck. So. Jetzt mache ich es mal anders. Ich schreibe über das ist gleich drüber, was ich mache. X bekommt die Transformation, die für x auch üblich ist. Y genauso. Und wir wissen, dass Rho die Wurzel über x Quadrat plus y Quadrat ist. Ja, das hier verwendet, dann habe ich
Ja, Lambda durch 2 Pi mal Epsilon 0 multipliziert mit 1 dividiert durch Rho mal, so, hier schreibe ich zunächst, x ist Rho mal Cosinus Phi, Epsilon ist Rho mal Sinus Phi und die 0. Ich teile durch Rho. Also kann ich an der Stelle Rho ja rausziehen, weil es in beiden Komponenten vorkommt. Und man sieht, ich kann hier kürzen. Jetzt verwende ich eine Transformation für ja, Basisvektoren, denn hier steht ja nichts anderes als Lambda durch 2 Pi Epsilon 0 mal 1 durch ja, Rho mal so Cosinus von Phi mal diesen kartesischen Basisvektor plus Sinus von Phi mal diesen kartesischen Basisvektor. So, jetzt braucht man diese sehr, sehr wichtigen Zusammenhänge, nämlich wie hängt der jeweilige Basisvektor mit den ja, Zylinderbasisvektoren zusammen. Verwende ja, Ex. Und Ex ist nichts anderes als Cosinus von Phi mal dieser Zylinderbasisvektor abzüglich Sinus von Phi mal dieser Zylinderbasisvektor. Dieser Basisvektor ist Sinus von Phi mal dieser Basisvektor addiert mit Cosinus von Phi mal diesem Basisvektor. Ja. Und damit erhält man jetzt diese elektrische Feldstärke, also dieses Vektorfeld in Abhängigkeit von Rho, Phi und Z. Wobei natürlich ja, Phi immer in dem einen Basisvektor drinsteckt. Wir schreiben den Ortsvektor, der für das Zylindersystem gültig ist. Also das hier. Naja, wir haben Lambda durch 2 Pi Epsilon 0, 1 durch Rho, soweit waren wir. Und jetzt setzen wir für, ja, hier war Cosinus Phi, schauen wir lieber nochmal zurück. Cosinus Phi mal der plus Sinus mal dieser Basisvektor, okay. Also habe ich hier Cosinus Phi mal der hier plus Sinus Phi mal dieser Basisvektor. Ja, und jetzt mit der Transformation habe ich ja Cosinus zum Quadrat mal dieser Basisvektor minus ja Cosinus Phi Sinus Phi mal dieser Basisvektor. So, jetzt den hier einsetzen für den. Dann habe ich hier plus Sinus Quadrat von Phi mal dieser plus Cosinus Phi mal Sinus Phi mal dieser. Es ist einmal Minus und positives Vorzeichen, beides mal dieselben Ausdrücke, also heben die sich weg. Ja, wir haben beides mal dieselbe Dimension, also spielen die keine Rolle. Jetzt klammere ich einmal aus. Zwar diesen Vektor hier, dann steht hier Cosinus Quadrat von Phi plus Sinus Quadrat von Phi mal dieser Vektor. Und das ist der trigonometrische Pythagoras, das ist 1. Und jetzt sind wir am Ziel. Hier steht unser wohlbekanntes Vektorfeld angegeben in Zylinderkoordinaten. Ja. Gut, also das waren Transformationen quer durch diese Koordinatensysteme und mehr wollte ich an der Stelle nicht besprechen. Ich hoffe, die Diskussion ist hilfreich und man hat erkannt, dass ja schon ein bisschen mehr dahinter steckt, ja, als nur irgendwelche ja, zwei Widerstände, eine Schaltung einzeichnen und dann Widerstand berechnen oder sowas. Das hat wenig mit, ja, Elektrodynamik zu tun, das ist Schulstoff, nicht sehr anspruchsvoll, nicht sehr relevant und auch nicht sehr hilfreich, meiner Meinung nach. Gut.